An meinem 31. Geburtstag, dem 3. März 2010, reisten meine Mutti und ich zusammen mit einer Reisegruppe nach Moskau. Dort haben wir sehr viel erlebt. In der Nacht vom 6. auf den 7. März fuhren wir dann alle mit dem Nachtzug weiter nach Sankt Petersburg. Da der Name Sankt Petersburg nicht russisch klingt, wird die Metropole in Russland Sankt Peterburg bzw. Peter genannt. Von 1924 bis 1991 hieß Sankt Petersburg Leningrad. Gegründet wurde die Metropole im Jahr 1703 von Peter dem Großen. Von 1710 bis 1918 war sie die Hauptstadt Russlands. In Sankt Petersburg waren alle Mitreisenden im Vier-Sterne-Hotel Park in Pulkowskaja untergebracht. Mit der Unterbringung und den Ausflügen waren meine Mutti und ich äußerst zufrieden. Aber nun möchte ich niemandem auf die Folter spannen und wünsche viel Spaß beim Anschauen dieser DVD. Mein Essen wieder, mein. Beef Stroganoff, da hinten. Und hier Gemüse. Ja. Und Spaghetti. So. Ja, gut. Was ist,
Thank you.
Bau im 18. Jahrhundert und nur im Winterpalais gibt es über 1000 Räume. Nur im Winterpalais, nur in einem Haus. Ja, und zur Ermitage gehören insgesamt 5 Paläste. 5. An das Winterpalais die sogenannte kleine Ermitage angebaut. Die Sammlung ist mit der Zeit größer geworden. Hat man noch 3 Paläste angebaut, die sogenannte alte Ermitage, die neue Ermitage hat gerade ihr Landsmann gebaut, Leo von Klenze, Münchner Architekt. Er war auch hier in St. Petersburg und unter seiner Aufsicht hat man die sogenannte neue Ermitage gebaut. Und das 5. Gebäude, das ist das Ermitage-Theater. Ja, so sieht das Programm heute aus. Das heißt Ermitage und dann anschließend Federhof. Nun, das war aber fakultativ, das war zusätzlich. Geht dann gleich weiter, sofort weiter oder jetzt noch eine Pause im Hotel, dann alles gut. Eine Pause gibt es in der Eremitage. Okay. Ja, das heißt, also entweder gehen Sie ein bisschen, nun durch die Räume gehen Sie weiter, oder Sie können sich ausruhen, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Ja, und dann fährt Ihr Bus zurück ins Hotel, ja, steigen Sie aus, ja, und der Bus fährt weiter. Ja. Ja, diese Straße, ja, das wissen Sie schon Bescheid, ja, die heißt der Moskauer Prospekt. Es ist üblich bei uns, wir nennen die langen, großen, breiten Straßen Prospekte. Nicht das Informationsbuch wird gemeint, ja, ein kleines Prospekt, sondern eine lange, große, breite Straße, Perspektive, ja, oder Allee, ja, Prospekt, sagen wir, der Moskauer Prospekt, einer der längsten bei uns in der Stadt. Ja, die ist am Platz des Sieges zu Ende, die Straße. Ja, das ist das Ende an diesem Prospekt. Ja, und die Straße beginnt am Hohmannplatz. Das ist ein großer Platz weiter vorne, ja, im historischen Zentrum der Stadt. Denn die Straße ist sehr lang, ja, ungefähr 11 Kilometer lang ist die Straße. Ja, und in verschiedenen Zeiten wurde die Straße bebaut. Jetzt schauen Sie mal hier auf der linken Seite, links, sehen Sie die großen blauen Kuppeln. Ja, diese Kirche heißt Dreifaltigkeitskathedrale oder Ismailov-Kathedrale. Diese Kirche hat bekannter russischer Schriftsteller Dostoevsky verewigt. Ja, diese Kirche war die Trauung von Dostoevsky. Noch eine schöne Brücke, hier war die Fontanka, Russebändiger Brücke oder Anitschkow-Brücke. Militäringenieur Anitschkow hat die Brücke gebaut, so heißt die Brücke. Oder nun 4 Skulpturen schmücken die Brücke, das heißt 4 Etappen der Zähmung eines Pferdes sind hier dargestellt. Ja, hier schauen Sie mal, auf der linken Seite ist das gelbe Haus mit den Arkaden, markiert mit dem Buchstaben M. Ja. Sehen Sie, hier ist Eingang in die U-Bahn, links. Zu uns, ja. Sehen Sie? Ja, Gostinny Dvor heißt diese Station. Diese Station, Umsteigestation, die ist zweistöckig. Sie hat noch einen Ausgang. Jetzt kommt vorne rechts und links eine Unterführung. Ja, hier rechts und links. Ja, schauen Sie mal. Hier, Nevsky Prospekt heißt dieser Ausgang. Ja. Ja, das heißt, hier muss man einsteigen, wenn Sie zurück wollen.
Ich bau dir ein Schloss, so wie im Meer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Alexander Nevsky Kloster, eine Lavra, denn sie waren in Moskau in dieser Lavra, Sergius Dreifaltigkeitslavra. Ja, und bei uns gibt es noch eine Lavra. Titel einer Lavra haben besonders große Klöster bekommen. Es gab 4 in ganz Russland, in Russland, in der Zarenzeit. Das ist die Hauptstraße hier vor uns. Aber dann noch was gut, Sir Newman, er wird nachher noch da. Ja, Nevsky Prospekt, Neva-Jer Prospekt. Der Name kommt vom Fluss Neva. Ja, Nevsky Prospekt, sagen wir. Nevsky, Neva-Jer Prospekt, unsere Geschäftsstraße. Hier sind mehrere Geschäfte, mehrere schöne Paläste. Hier sind Museen, Theater, Kinotheater liegen hier, Hotels liegen hier auf dem Nevsky Prospekt. Ja, mehrere Hotels sind hier. Das erste 5-Sterne-Hotel in Russland, Grand Hotel Europa. Das ist hier Eckhaus auf der rechten Seite. Ja, rechts von uns. Katholischer Katharinendom ist auch rechts. Ja, und das ist eine kostbare Ikone, wo die Gottesmutter von Kasan dargestellt ist. Ja, das ist die Kasaner Kathedrale hier, linke Seite, links. Und rechts ist die Blutskirche. Das Eckhaus hier am Kanal rechts, das ist das ehemalige Singerhaus. Die Deutsche Botschaft. Ja, von so, Peter Behrens gebaut. Mhm. Ja, von Peter Behrens gebaut. Ja, und hier war die Botschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, bis 1941 das deutsche Konsulat. Und heute ist die Botschaft in Moskau. Wir haben ein deutsches Konsulat, auch in der Stadtmitte, aber nun in einem anderen Stadtteil. Ja, nicht mehr hier. Und hier war mehrere Jahre im Tourist. Mhm. Ein Reisebüro in der Sowjetzeit. Und jetzt, rechte Seite, werden Sie noch einen Platz sehen und noch ein Denkmal. Rechts von uns werden Sie jetzt ein Denkmal sehen, wo Zar Peter der Große dargestellt ist. Das ist der berühmte Ehrenreiter. Ja, hier, das Menschikow-Palais, das ist dieses gelbe Haus auf der linken Seite. Hier wohnte Alexander Menschikow, der erste Generalgouverneur von St. Petersburg. Heute ein Museum. Heute ein Museum und an den Innenräumen. Die Innenräume aus dem 80er Jahrhundert. Ja, und hier auf dieser Seite das Rote Haus, Rot-Weiße. Das ist die Petersburger Universität, Hauptgebäude. Ja, das Gebäude ist sehr groß, sehr lang, schauen Sie mal. Ja, wenn er 300 Meter lang. Das war Verwaltungsgebäude von Anfang an, von Trizini gebaut.
Glocken, wie schön. Es gibt geistliche Musik
die haben Sie schon gehört, und natürlich die weltbekannten russischen Volkslieder. Können Sie das anschauen? Ich denke, das wird ein besonderes Geschenk aus Russland für Sie oder für Ihre Freunde. Wenn Sie wollen, natürlich. Danke nochmal. Es ist gut. Ja, mehrere Jahre war die Kirche geschlossen, ja, für die Restaurierung, denn sie hat in der Sowjetzeit sehr stark gelitten, ja, eben in der Sowjetzeit. Und heute Museum, ja, heute Museumskirche, das heißt, ja, hier sind die Führungen und die Kirche ist wirklich einmalig. Ja, also schauen Sie mal, die Basiliuskathedrale in Moskau, ja, sie sieht ähnlich aus. Ja, und die Basiliuskathedrale ist viel älter. Ja, aber in diesem Stil, im russischen Stil ist die Kirche gebaut, wir sagen im pseudorussischen Stil. Ja, und die Kirche, sie ist geschmückt mit den Mosaiken. Ja, sehen Sie, überall sind die Mosaikbilder. Ja, und in der Kirche sind auch Mosaike, 7000 Quadratmeter. Ja, so groß, ja, ist die Fläche von diesen Mosaikbildern.
kamen drei mit uns mit. Tja, jeder Film neigt sich irgendwann einmal dem Ende entgegen. So auch dieser. Ich hoffe, dass er den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen hat. Die Tage in St. Petersburg waren für uns unvergesslich und erlebnisreich. Vielleicht spielt ja der eine oder andere Zuschauer dieses Films auch einmal mit dem Gedanken, nach St. Petersburg zu reisen. Empfehlenswert ist dies auf jeden Fall. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage schon mal Tschüss. Ihr Ricardo Mertsch. Ja, Büro und ja, Büro und Modell. Thank you.